Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld Odio, zu unserer Kolonie. Wir sind ja jetzt hier dabei, schon mal hier so ein bisschen zu gucken, dass wir das hier mal aussortieren. Ja, so. Ich finde, wir sollten hier mal gucken, was dabei rauskommt. Das ist ein Plutonium-Prozessor. Da kriegen wir also quasi Plutonium raus. So, was ich jetzt machen werde, ist einmal das. Und Loading. Aha, I see. Ich hoffe, da geht niemand rein. Das muss ich beobachten. Wir sollten hier so ein bisschen, ich habe das Gefühl, mal so ein bisschen Fuel hinbringen, ne? Sieht so danach aus. Weil der leuchtet mir so ein bisschen zu viel. Contains 12 nuclear fuel. Ah. Fuel life. Mach ich mal 1% draus. Oder was hat der jetzt eigentlich? 0,3. Mach ich mal. Mach ich mal 0,5 draus. So, sehr schön. Jo, ihr Lieben. Ah, nee. Nee, noch nicht. Manage Reactor. Was ich jetzt machen werde, ist, ich möchte immer, dass ich so, sagen wir mal, 10 Dinge haben möchte. 3, 6, 9, 10. 10 in Reserve. Das müssen wir hier in Auftrag geben. Wiederhole, bis du wie viel hast? 10. Jawohl, so machen wir das. Muss mal aufgeladen werden. Schauen wir uns das mal an. Gucken wir hier nochmal Manage Reactor. Jo, wir sind auf jeden Fall im Plus, ne? Ja. Sehr schön. Perfekt, die Batterien werden jetzt auch aufgeladen und so weiter und so fort. So langsam wird das. So, Verteidigung hier ist aufgebaut. Wir müssen hier mal so aus Granit mal diese Barrieren herstellen. Sicherheit. Barrikade aus Granit. Läuft hier alles weiter.
schön weitermachen. Während das läuft, möchte ich natürlich auch, dass der andere Stuff weiterläuft. Also, haben wir hier denn jetzt überall Stromkabel verlegt? Ja, es liegt alles. Haben wir denn auch Rohrleitungen? Ah, hier noch nicht. Hier noch nicht. Da muss das hier so nach hinten durchgehen und dann einmal so rum. So. Moment. Abbrechen. Befehle abbrechen. Kann die auch aus Holz machen. So. Hygiene. Rohrleitungen aus Holz. So. Dann Temperatur. Heating Pipe. Aus Holz. So. Einmal so. 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 Und dann so. Ja, das läuft auch. Dann brauchen wir eine Klimarohrleitung. Die laufen hier auch einmal durch. Bis nach oben. Bis hierhin. Ah, nee. Ich brech mal. Einmal alles abbrechen. So, jetzt nochmal von vorne. Also, Strom haben wir. Dann Hygiene. Rohrleitung aus Holz. Dann Rohrleitung aus Holz, Hygiene. Dann Temperatur. Heating Pipe. Also die Heating Pipes kommen so rum. Dann die Klimarohrleitung. Also im Prinzip bis hierhin und dann immer mal so. So. Dann auch bis hierhin. So, so. Dann wäre das auch schon mal gemacht. Dann werde ich hier noch mal Türen hinsetzen. Dann diese Tür. Zack, zack. Dann was kann man von hier verwenden? Das Bett. Das kann ja schon mal hier hin. Das kann auch versetzt werden. Versetzen. So, sehr schön. Wir brauchen Böden. Wir haben hier ja die welches haben wir genommen? Parkettmosaik, ne? Ist das Parkettmosaik? Aus Holz, ja. Parkettmosaik aus Holz. Böden. Parkettmosaik aus Holz. Das kommt hier überall so hin. Hier auch. Dann kommen da Mosaikfliesen aus Marmor. Das wäre dann auch getan. Also Boden liegt. Dann würde ich Fußabtreter hinsetzen wollen. Und zwar überall so. Kopie bauen. Kopie bauen. Bauen auch hier. Dann die Badewanne als Kopie nehmen wir auch mit. Zack, zack. Kopie bauen. Zack, zack. Lichter sind drin.
Kopie bauen. Bettkopie bauen. Dann. Oder haben wir Kopie bauen für Wasser? Und hier auch trinken können. Zack, zack. Haben wir denn die Kommode hier schon? Nee, die kommt hier als Kopie. Ich glaube, damit steht das hier. Das werden wir so ein bisschen abwarten. Wir müssen auch so ein bisschen weiter Stahl sammeln. Und wir müssen Granitbrocken einsammeln. So 12 Stück zumindest. Schicke sie weg. Elf. 12. Rindfleisch, Schaffleisch und so weiter. Eieieiei, okay. Allow Harvest. Einer muss immer laufen. Was kommt hier hin? Reis, ne? Reis. Können wir Reis vielleicht hier aktivieren? Ja. So, feine Sache. Warten wir es mal ab. Wir spielen hier so draußen. Was machen die Batterien eigentlich? Ordentlich was da. Hier wird noch weitergemacht. Zwei Quartiere. Thorn und Softstone kommen raus. Dann bräuchte ich nochmal zwei. Damit das hier schon mal weitergehen kann. Frage ist hier natürlich, ob man dann hier bei den Ausgängen. Hier ist ja kein Ausgang, ist okay. Vielleicht legt man dann hier auch mal einfach mal so eine. Granitplatten hin, oder? Wo waren die eigentlich Granitplatten?
Schau mal an, uns an, wie das ausschaut. Wir gucken mal. Drei Tiger noch hier und ein Grizzly noch hier oben. Wir hatten doch noch irgendwie mal was herausgefunden, wo wir diese sehen. Hatten wir da was gefunden? Props, Bees, ja, ist klar, Bees, Rimkea. Gibt noch viel zu tun. Was mich hier so ein bisschen stört, ist, da ist ja anscheinend kein Dach, ne? Hier muss es ja schon überdacht sein. Finde ich. So. Ja, lassen wir mal weiterarbeiten. Wir haben gut Überschuss gerade. So, ja, die müssen hier erstmal raus, dann machen wir hier mal so eine Art Tempelmäßig. Dann kann hier der Rest gemacht werden und dann werden wir hier mal so ein bisschen aufräumen, ne? So. Weiten Sand in normalen Sand. Oh man, hat keine Auswirkung auf tiefes Gewässer. Ich hatte doch mal vor, hatte ich nicht mal vor, tiefes Gewässer zu entfernen? Das ist so die Frage. Wir müssen hier unten noch Böden legen. Platten aus Granit gerne. Überhaupt kein Thema. Dann machen wir es so. Wir machen es mal so einfach. Dann wissen wir ja, was Sache ist. Ich glaube, hier wird noch fleißig weitergearbeitet. Ja, nächste Nachtruhe.
Ich reiß die einfach mal ab. Schweine schließen sich an. Die werden jetzt wahrscheinlich eingesammelt. Gibt es als Verteidigung nicht irgendwie so eine EMP-Kanone oder sowas? Da müssen wir auch mal gucken. Sehr interesting. Oh, er ist schwanger, Leute. Eieieiei. Okay, okay. Das wird jetzt interessant. Was brauchen wir für die Kinder? Das müssen wir echt schauen, ne? Uiuiuiui. Was für News. Und dann noch Bokroy, Leute. Was? Die erste Schwangerschaft. Und dann Bokroy. Mann, 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 Mann. So, wir müssen, eine Kinderstube irgendwie einrichten oder so. Ich weiß es nicht so genau. Wir werden uns da mal überraschen lassen. Schön, schön. Stromversorgung steht, das gefällt mir. Was so eine Geschichte ist, reichen denn unsere Kapazitäten hier? Die Leistungen sind überall erhöht, nehme ich mal an. Wie sieht es mit der Heizleistung aus? Die langt nicht mehr ganz. Wir nutzen ja die Shuttle. Ah, das müsste die Heimatzone sein. Befehle. Heimatgebiet. Müssen ja gewartet werden. So. Wahnsinn. Bokroy ist schwanger, ihr Lieben. Ja, es wird hier weitergehen. Ab der nächsten Folge. Bin mal gespannt, was diese Geschichte wird. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao.
euer Fadi.